100 Years weiter. Dieses Simulator, wo wir bis zu 100 Jahre alt werden können oder noch älter. Deswegen lass jetzt weiterspielen. Wir sind jetzt schon 33 Jahre alt oder was war's? So, als ob wir so geendet sind. Das kann nicht wahr sein. Guck mal, wir sind auf der Straße, Leute. Nein. Wieso? Wie konnte das passieren? Was habe ich falsch gemacht? Oh Mann, Leute, guck mal, wie traurig wir sind. Das kann doch nicht wahr sein. Die Polizei kommt. Oh, oh, haben wir irgendwas Schlimmes gemacht? Hä? Warum kommt denn zu mir? Was habe ich getan? Bitte, bitte muss ich ins Gefängnis. Hä? Er sagt, es ist illegal, Dings, obdachlos zu sein. Ich bin verhaftet. Was? Leute, es kann doch nicht wahr sein, als ob ich jetzt ins Gefängnis muss. Ich muss jetzt entscheiden, seine Waffe nehmen oder mich festnehmen lassen. Leute, ich kann das doch jetzt nicht mit der Waffe riskieren, oder? Ich würde sagen, wir lassen uns einfach festnehmen. Es ist okay. Oder ist es falsch? Mal gucken. Und ich gehe einfach mit ihm, als ob, Leute. Er wehrt sich nicht. Und wir fahren zur Polizei. War das jetzt falsch oder richtig? Nein, Leute, es geht weiter, als ob. Guck mal. Oh, oh. Ich glaube, wir haben den falschen Weg jetzt genommen, oder? Aber guck mal da, links und rechts. Hier wird es gleich zwei Wege geben. Ich bin gespannt. So, wieder Level 33. So, ich bin im Gefängnis, als ob. Nein, Leute, schaut euch das an. Ich hab's da wirklich reingeschafft. Guck mal, ich gehe hier gerade frisch rein mit 33 Jahre. Ich habe gerade gesehen, irgendwie rechts war 35 Jahre und links war 34, glaube ich. Also können wir gleich, glaube ich, irgendwie entscheiden, ob wir schneller rauskommen oder nicht. So, okay, was machen die jetzt von mir? Hä? Warum guckt ihr mich so an? Okay, Leute, ich muss jetzt hier die Uniform anziehen. Welche findet ihr besser, die orangene oder diese gestreifte? Ich mag irgendwie die gestreiften, glaube ich, mehr. Warum nehmen wir die gestreifte? So, jetzt sehen wir richtig nice aus. Ja, Mann, passt zu meinem Minecraft-Skin. Nein, jetzt müssen wir den Weg gehen. 2 Jahre oder was? Nein. Wir waren jetzt 2 Jahre im Gefängnis. Okay, schaut euch das an. Wir sind hier in der Dusche oder was? Und jetzt schon 38, als ob wir so viele Jahre im Gefängnis waren. Das waren jetzt 5 Jahre, oder? Mal gucken, sind wir jetzt endlich draußen? Wir sind immer noch im Gefängnis. Schon 5 Jahre oder was? Ich hoffe, das ist unser letzter Tag, Leute. Komm schon, bitte. Bitte hilf mir, lass mich irgendwie raus. Komm schon. Ach, warte, hat er mich gerade als Kind gesehen oder was? Ich glaube, der kennt mich. Komm, wir gehen mit dem reden, Leute. Vielleicht kann er irgendwas machen. Oh, guck mal, der Kollege kennt ihn. Dann lässt sie sogar rein. Das heißt, sie kennen sich. Okay, das ist ein gutes Zeichen, Leute. Und ich helfe ihm hier, die Mülltonne aufzuheben. Ich helfe ihm, hier ganz viele Sachen zu machen und so. Okay, nice. Oha, ich bin richtig hilfsbereit, Leute. Oh, oh. Was habe ich da gefunden? Bitte nimm das nicht. Oh, oh. Warum nimmt ihr das mit? Und jetzt bin ich in der Zelle. Breche ich jetzt aus oder was? Nein, Leute. Ich will nicht so ein Leben. Bitte. Oh, oh. Guck mal. Das ist wirklich noch dabei, Leute. Und jetzt ist noch ein Jahr später. Wir sind schon 39. Oh, nein. Leute, was geht hier ab? Wir sind immer noch im Gefängnis. Will er jetzt ausbrechen oder was? Versuch's nicht. Nein. Mach's nicht. Leute, ihr probiert halt wirklich. Guck mal, er versucht nicht. Hä? Ich muss ihm helfen hier sogar. Warte mal, wie mache ich das? Und, hä? Leute, ich verstehe das nicht. Was muss ich hier tun? Ah, ich muss es auf grün halten. Ah. So, ich muss ihn die ganze Zeit so halten und so, dass es wirklich die ganze Zeit auf grün bleibt. Ist nicht so einfach. So, geschafft. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das auf grün zu halten, weil das so klein ist. Aber das kriegen wir auch noch hin, ja? Okay, das hier sollten wir auch hinkriegen. Komm schon. Ja, das ist ganz groß. Sollte auch einfach sein. Easy. Und jetzt geht gleich die Tür auf, oder? Leute, wenn wir das doch geschafft haben. Ich glaube schon. So, wir haben es geschafft. Und, kommen wir da jetzt raus? Aber da sind doch gleich Polizisten, die werden doch direkt wieder festnehmen, oder nicht? Lauf, Junge, lauf! Kann ich hier steuern? Okay, ich dachte schon, ich kann steuern. Oh, oh, jetzt muss ich entscheiden, in welche Richtung. Als ob das jetzt alles entscheidet, Leute. Oh, oh. Links war direkt eine Tür und rechts ist so ein weiter Weg. Sollen wir den weiten Weg gehen? Hinter der Tür könnten aber direkt Polizisten stehen. Ich würde sagen, wir nehmen den längeren Weg. Komm schon, bitte war da richtig. Lauf, Junge, lauf! Das ist deine einzige Chance! Ich hoffe, du wirst jetzt nicht festgenommen. Wenn es kommen jetzt Polizisten von der Ecke. Oh, nein, ich wusste es. Warum habe ich es gemacht? Oh nein. Ich muss das Level nochmal spielen. Bis gleich. So, Leute, diesmal nehme ich den richtigen Weg. So, da sind wir gerade lang gegangen. Aber wir wollen da lang. So, ich hoffe, das ist der richtige Weg. Weder ist jetzt auch falsch. Und bitte muss ich nicht nochmal irgendwas entscheiden. Weil wenn ich jetzt wieder entscheiden muss. Nein, bitte nicht. Komm schon. Weil wenn ich jetzt einen Fehler mache, Leute, muss ich wieder alles von neu machen. Das Level dauert so lange. Bitte, komm schon. Ach, der will da runtergehen oder was? Ah, das ist schlau. Aber warum ist das sowas? Eigentlich voll dumm vom Gefängnis, dass es einfach so offen ist. Aber wir haben es weiter geschafft. Aber wir sind immer noch 39. Hä? Was wird denn hier passieren? So, Leute. Oh, guck mal, ich bin doch gerade am Ausbrechen. Nice. Bitte schaffe ich es. Jetzt muss ich gleich bestimmt wieder entscheiden, wo lang ich gehen muss oder so. Bitte, warum ist da eine Leiter, Leute? Wo kommen wir jetzt raus, frage ich mich. Komm schon, bitte irgendwo in der Natur. Wir sind ja mitten in der Wüste, als ob. Leute, das sollte nicht lange überleben. Die Wüste ist ganz gefährlich, Leute. Wie will er sich ernähren und so? Guck mal, hier sind keine Tiere, nix. Keine Pflanzen, kein Wasser. Oh, oh, ich glaube, das wird richtig hart für ihn. Aber ich hoffe, der überlebt das, Mann. Wir spielen ja ihn. Guck mal, was er da gefunden hat. Lauf dahin, Junge, bitte. Ich hoffe, das sind nette Leute, bitte. Leute, wir müssen uns mit denen verbünden. Ich hoffe, die greifen uns nicht an. Bitte, sind die nett. Komm schon, bitte rede mit denen. Mach irgendwas. Komm schon, verhandeln irgendwie. Da redet mit denen, okay? Mal gucken. Ich glaube, die verstehen sich, Leute. Okay, jetzt richtig. Ja, ich darf hier übernachten. Also, guck mal, Leute, ich bin da reingegangen. Und jetzt bin ich schon 40. So, Leute, was passiert? Ich bin hier erstmal aufgewacht. So, du hast doch tagelang nichts gegessen. Du musst doch jetzt erstmal was essen, Junge. Ey, Leute, das Spiel ist so spannend. Ich bin jetzt echt gespannt, was mit seinem Leben passiert.
passieren wird. Du willst erkunden oder nach Hause gehen, aber wir wissen doch gar nicht, wo lang, oder? Komm, wir nehmen einfach mal das linke, wenn es eh falsch ist. Dann müssen wir es ja eh nochmal von neu machen. So, dann geht jetzt irgendwo in die Wüste. Oh, guck mal, da sind Kakteen, Leute. Fass sie nicht an. So, dann geht jetzt irgendwo hoch. Oh, ich glaube, das wird nicht gut enden, Leute. Aber guck mal, da hinten ist, glaube ich, Wasser. Guck mal, da ist ein Palm und so. Er hat's geschafft. Komm schon, endlich. Nice. Oh, der angelt hier, als ob da Fische sind. Die bleiben. Hey, jetzt muss ich hier wieder spielen. Muss ich das Rote treffen? Ja, muss ich. Und? Treffen wir einen Fisch? Komm schon, bitte. Ja, wir haben es geschafft, Leute, als ob. Jetzt kann er sich endlich Essen machen. So, guck mal, jetzt machen die sich hier Essen warm und so. Nice. Gönnt euch. Guck mal, jetzt sind die Freunde. Hä, ich bin gerade im Kreis gelaufen. Ich muss nochmal Level, ja, das Alter durchspielen. Hä, war das jetzt falsch? Ich glaube echt, das war falsch, Leute. Ich muss wirklich nach Hause gehen. Oh nein. Okay, jetzt gehe ich den anderen Weg, Leute. Ihr seht es. Nein. Die waren so nett. So, jetzt, wow, wo fliege ich hin? Hä, kann ich überhaupt fliegen? Werde ich nicht meine Kontrolle festgenommen oder so? Oh, da hat sich verliebt, Leute. So, Leute, ich glaube, wir sind jetzt gelandet. Und können einfach frei in der Stadt rumlaufen. Hä, warte mal, ist das unser Haus? Oder will er das kaufen oder was? Hä, der geht da hin. Okay, was hat der vor? Der will nicht einbrechen, oder? Bitte mach das nicht. Junge, bitte, du kommst frisch aus dem Knast. Oh, der Sidi, die sind verstorben. Hä, der hat das Haus übernommen oder was? Jetzt hat er schon eine Frau oder was? Oder war das sein Kumpel gerade? Hä, ich hab das gerade nicht verstanden, Leute. Ach, das ist gerade traurig. Jetzt steht hier, sollen wir weglaufen oder ins Haus reingehen? Ja, lass mal reingehen, gucken. Vielleicht haben wir noch Haustiere oder so. Die müssen ja gefüttert werden und alles. Und ich glaube, das sind eh seine Freunde. Ist, glaube ich, okay. Die wären, glaube ich, nicht sauer gewesen, wenn er einfach so in ihr Haus reingeht. Oha, das Haus ist ja riesig, Leute. Was geht hier? Viel zu groß. Guck mal, da kann sich hier gemütlich machen. Hä, warte, ist er wieder am Wein? Ja, weit weiter. Oh, Mann. Oh, guck mal, die Polizei ist vor der Tür. Woher wussten die, dass er da ist? Oh, oh. Oh, nein, die haben ihn. Er haut einfach ab. Lauf! Okay, wir müssen weglaufen. Ich glaube, die Polizisten haben die Adresse herausgefunden von den Freunden und haben mal gecheckt, ob der da ist. Aber wo laufen wir jetzt hin? Hau einfach ab irgendwo hin. Einfach ganz weit weg von der Stadt, Mann. Beeil dich. Oha, der springt ins Wasser. Warum? Hä? Was ist mit dem los? Egal, wir werden jetzt schon 43. Boah, guck mal, da werden gleich 3 Jahre vergehen. Ich bin gespannt, was wird jetzt passieren? Hä, wo ist denn der? Der ist auf irgendeiner Insel hier. Hä? Ach, da denkt an seine Freunde. Oh, Mann. Ach, nee, das sind doch seine Eltern, oder? Ich habe gerade den Papa wieder erkannt. Am Anfang war der doch in der letzten Folge. Ah, das waren seine Eltern, nicht Freunde. Aber egal, er ist hier gerade in der Natur. Der hat hier, glaube ich, ein Tier gefunden. Und was soll er da sich holen? Kokosnuss? Oder Fische fangen will, der kriegt er auch nicht hin. Der kriegt gar nichts gebacken. Oh, jetzt können wir entscheiden, Hilfe oder Punkt, 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 weil da vorne steht jemand, Leute. Oh, oh. Ich hab mal Hilfe gedrückt. Bitte greif uns nicht an, okay? Bitte. Ich glaube, der lässt uns in Ruhe. Hä? Guck mal, der hat hier irgendein ganzes Haus gebaut und so. Oha. Okay, Leute, 3 Jahre sind jetzt vergangen. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Immer noch auf der Insel ist der, okay? Hat er bestimmt ein gutes Leben. Guck mal, wie krass dein Freund da ist. Oha, der ist ja richtig stark. Komm, wir gehen mit ihm trainieren. Der muss uns richtig viel beibringen. Müssen auch so stark werden. Oha, guck mal, wie krass der schon kennt. Ah, wir sind richtig schwach. Komm, zieh mit dem Bogen und zack. Hä? Hat ja gar nichts. Doch, der hat getroffen, oder? Und kletter da hoch. Komm schon, Junge, beeil dich. Komm, kletter weiter. Sei stark genug. Oha, ein Jahr später, was jetzt? Was wird ein Jahr später passieren? Oh, oh. Der hat den Wolf besiegt. Aber Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn ich sage, tschüss.